Ja, servus, grüß euch miteinander. Herzlich willkommen bei Schneider Radsport in Traunstein. Wir sind Sport 2000 Ski-Expert-Partner und heute zeige ich euch mal, wie ein richtiges Skiturnset zusammengestellt wird. Kommt einfach mal mit. Ich bin der Andi Schneider aus Traunstein. Mein Bruder, der Toni und ich sind seit 25 Jahren im Winterbusiness unterwegs. Egal ob Skitour, Skifahren, Langlaufen, wir sind einfach gern draußen. Bei uns in den Chiemgauer Hausberg, da kennen wir quasi jeden Winkel. Ja, wir können es kaum erwarten, bis der erste Schnee fällt und sind wirklich heiß auf die neue Skisaison. Servus, Andi. Hi, grüß dich, servus. Fragst du einen neuen Tourenski? Ja, unbedingt. Was stellst du dir vor, was muss der Ski können? Er muss leicht sein, Das ist mir ganz wichtig. Ja, ja. Und du weißt ja, ich bin ja gerne auf der Piste unterwegs auf Nacht und bin aber genauso im Gelände unterwegs und Da soll mich das ganze Jahr nicht zuversichtlich gut begleiten können. Okay, perfekt. Ja, wir haben ja eine riesengroße Auswahl bei uns. Ich würde dir empfehlen, dass man mal so in diese mittlere Breite mit 85 bis 88 mm einsteigt. Du hast einen Ski, der sehr gut zum Aufsteigen ist, aber auch perfekt zum Runterfahren. Ich würde dir ganz gerne mal den Atomic Backland SL zeigen. Schau mal, Das ist ein super leichter Ski. Wir haben einen vollen Holzkern mit drin. Der Holzkern ist nochmal begurtet mit einem Carbon. Somit hast du einfach einen sehr, sehr leichten Ski, der eine sehr, sehr gute Steifigkeit mitbringt. Das ganze System ist vorne in der Schaufel etwas weicher gemacht. Somit hast du natürlich auch bei schlechten Schneeverhältnissen das System einfach gut fahrbar. Auch hier dieses Hessentec, das ist ein Atomic-Patent. Man hat im Endeffekt die Schaufel leicht abgerundet und somit hast du einfach, wenn es brucharschig ist, kennst du die Situation, wenn es einfach scheiße zum Fahren ist, ein Ski, der immer sauber über dem Schnee bleibt. Des Weiteren hat der Ski natürlich auch eine Kante, die sehr, sehr beständig bleibt. Das heißt, du hast einfach nach Jahren immer nur einen schönen Ski, der einfach schick ausschaut. Ja. Das ganze System ist hinten ein bisschen schlanker gemacht, sprich der Ski lässt sie leicht aus, etwas härter, dass er die im Eis einfach gut unterstützen, dass er herhebt. Mhm. Ja. Natürlich gibt es auch passendes Fell mit dazu zum Ski. Wir haben da schon mal das Fell aufgezogen zum Herzeigen. Das Fell selber wird einfach nur vorn eingehängt und dann hinten mit dem Klippverschluss runtergemacht und wieder draufgeben. Kennst du? Okay. Einfach relativ easy, super vom Handling. Gerade wenn man mal ein bisschen kalte Finger hat, das funktioniert einfach leicht. Das muss ja funktionieren draußen. Genau, richtig. Klar. Passt die Bindung, darf man aussuchen? Auf alle Fälle, brauche ich. Gut. Wir haben natürlich auch da eine große Auswahl. Top-Produkt ist bei uns die Marke Dynafit. Dynafit hat natürlich alles, was das Herz begehrt. Die Bindung ist einfach leicht, sie ist steif. Das heißt, sie bringt die Kraft letztendlich auf den Ski. Du hast einen hohen Sicherheitsstandard mit Skibremse und Gleitplatte. Und des Weiteren kannst du auch da die ganzen Steighöhen verstellen. Je nachdem, wie steil das Gelände ist, kannst du es dann einfach sauber umstellen. Wahlweise mit der Hand oder einfach mit dem Stock zu bedienen. Super. Harscheisen, kennst du, Piste, extrem eisig, einfach schon abgeranzt. Ja. Das steckst du einfach rein. Die Bindung hat schon einen passenden Halter. Einfach einführen, durchschieben. Und somit kannst du dann auch wirklich steile Sachen am Eis gut und sicher gehen. Okay, super. Wie ist denn der Schuh beieinander? Nicht so gut, das war das nächste gewesen, was ich gebraucht hätte. Perfekt. Dann schauen wir rüber zu den Schuhen. Auf geht's. Passt super. Ja, Andi, du weißt ja, wir sind absolut kompetent im Thema Skitourenschuhe. Es gibt ja für jeden Topf den passenden Deckel. Wie bei den Skiern haben wir es ja eh schon erklärt, weißt du es ja eh. Wir haben vierschnallige Schuhe bei uns im Sortiment. Der vierschnallige Schuh ist absolut geeignet für Ski jenseits der 85, 90 mm. Extrem fahrstabil, perfekte Passform, tolle Kraftübertragung. Also das würde man empfehlen, ab 90, 95 mm aufwärts, dass du auch die Power letztendlich vom Schuh auf den Ski bringst. Mhm. Natürlich gibt es auch das Gegenteil. Sehr, sehr leicht vom Gewicht her. Unwahrscheinlich beweglich im Schaft, schnelles Gehen, auch im steilen Gelände. Also wenn die Spur mir wirklich steil angelegt ist, funktioniert das mit dem Schuh noch. Der hat dann einen Carbonschaft mit drinnen. Der Carbonschaft ist einfach steif in der Kraftübertragung. Du kriegst einen schnellen Kantendruck hin. Perfekt für Ski, die zwischen 75 und 80 mm sind. Also da würde man dann sowas empfehlen. Okay. Natürlich kommen die Damen bei uns auch nicht zu kurz. Das ist jetzt natürlich nicht passend für dich. Aber auch hier haben wir natürlich wunderbare Schuhe in einem Damendesign. Auch da vom Vierschnaller bis zum schnellen Rennschuh alles vorhanden. Aber jetzt auf deinen Schuh zurückzukommen. Für dich würde ich empfehlen den Backland Pro SL. Der Dinge trifft es genau. Du hast einen wahnsinnig guten Gehkomfort, eine schöne Schaftrotation, wunderbares Handling zwischen Fahren und Gehen, leicht vom Gewicht her, gut zum Einsteigen und wir können den komplett individualisieren. Du weißt ja, die Schuhe an der Wand sind im Prinzip nur Rohlinge, die Schuhe sind nicht ganz fertig.
jeder Kunde kriegt von uns den Skischuh angepasst. Das heißt, wir backen den Skischuh im Innenschuh an deinen Fuß an. Mhm. Im Bedarfsfall wird natürlich auch die Schale gemacht und natürlich auch eine individuelle Maßeinlage gefertigt, wenn du das willst. Mhm. Dann würde ich sagen, lass uns mal einen Scan von deinem Fuß machen. Wir schauen uns das jetzt an und dann finden wir die richtige Schale und den perfekten Schuh für dich. Ja, cool, passt. Sehr gerne. Ja, und jetzt haben wir ein wunderbares Fußbild mit unserem 3D-Scanner gemacht. Wir können jetzt sehr, sehr gut beurteilen, die Länge, die Breite vom Fuß, deine Risthöhe. Wir sehen jetzt im Allgemeinen, dass der Fuß eher schmal gehalten ist. Wir müssen aufpassen, dass der Schuh natürlich nicht zu viel Volumen hat. In der Rückansicht, denke ich mal, schauen wir nochmal drauf, sieht man auch, dass du auf der linken Seite ein kleines bisschen reinfällst. Macht sicherlich Sinn, über Einlage zu sprechen, dass man den Schuh oder deinen Fuß von unten stabilisieren. Das ist wichtig, dass du einfach eine tolle Kraftübertragung hast, ja, und dass die Muskulatur nicht ermüdest. Mhm. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal einen Socken, den probierst du an und dann machen wir mal sein erstes Kennenlernen vom Schuh und dann schauen wir. Okay, gerne. Perfekt, passt. Schreibt man zur Tat. Gut, Anni, jetzt haben wir den 3D-Scan gemacht. Jetzt wissen wir genau, was wir brauchen. Jetzt erkläre dir noch mal ganz kurz ein bisschen was zu deinem Fuß. Gib mir mal deinen Fuß bitte. Was du hier quasi im Kammbeinbereich, Sprunggelenk, müssen wir ein bisschen aufpassen, das knickt ein bisschen weg, dass das dann im Endeffekt, sag ich mal, gestützt wird. Würde man dann im Nachgang noch eine Einlagsohle empfehlen, dass das einfach sauber drauf ist. Das lange Gewölbe ist einfach gut im Schuh mit drin, knickt nicht nach innen weg, hält auch die Fersen besser. Das Ding einmal. Okay. Das ist gut, weil du hast allgemein schon einen eher schlanken Fuß, da müssen wir ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ich gebe dir jetzt mal einen Skiturnsocken zum Probieren. Die sind etwas stärker im Schienbeinbereich. Gerade da hervor hast du im Endeffekt durch das Gehen natürlich eine große Belastung. Sollte man natürlich auch dann die passenden Socken anziehen. Dann darfst du mir bitte hinstellen. Mhm. Und einfach mal reindrucken. Genau, man sieht, man kann eigentlich sehr leicht in den Schuh, den Innenschuh ein bisschen hochziehen. Und dann wird das mal moderat angeschlossen. Jetzt machen wir mal die Fahrposition. Man schließt dann oben, auch nach unten und man kann in die Fahrposition gehen. Das heißt, du hast eine richtig schöne Steifigkeit. Beim Gehen schaut es anders aus. Du öffnest den Hebel nach vorne, ziehst den Hebel nach hinten und hast eine wunderbare Schaftbewegung. Gell? Mhm. Wie fühlt sich das an? Voll gut. Super. Richtig schön leicht. Perfekt. Jetzt geht es dann quasi ums finale Fitting. Das heißt, wir machen jetzt den ganzen Innenschuh warm, mhm, und passen ihn nochmal direkt auf deinen Fuß individuell an. Das machen wir jetzt. Ja gut, Andi. Jetzt sind wir fast fertig, haben wir super Equipment ausgesucht, das Perfect Setup. Brauchst du einen Stock dazu? Ich würde dir empfehlen, einen Teleskopstock zu nehmen. In der Länge ist der ausziehbar. Was wichtig ist, ein schönes großes Teller, wenn du im Tierschnitt unterwegs bist, mit einer langen Spitze. Und was natürlich Sinn macht, einfach einen Schaumgriff, dass du den einmal ein bisschen weiter unten halten kannst, sauber zum Einstellen. Schön leicht, nimmst du ihn gerne mal in die Hand. Okay. Und was natürlich wichtig ist, ich habe da was mitgebracht, Sicherheitsequipment. Okay. Ja, Andi, jetzt haben wir unser perfektes Setup schon fast beieinander. Ich würde dir noch empfehlen, mach dir mal Gedanken, Skiturnrucksack und Safety-Equipment, was gehört rein? Grundsätzlich, der Skiturnrucksack sollte beim Fahren stabil am Rücken sein, hat ein separates Fach für das Sicherheitsequipment. Da gehört natürlich zum ersten Mal der Helm mit dazu. Der Skiturnhelm ist einfach sehr gut belüftet. Man kann Mützen oder Stirnbänder gut runterziehen. Und natürlich kannst du zum dritten auch Stirnlampen für die ganzen Nachtskitouren festmachen. Im Rucksack natürlich unerlässlich für die Kameradenbergung eine Schaufel, eine Sonde und natürlich essentiell wichtig das VS-Gerät. Jetzt haben wir ein so tolles Skitourenset für dich ausgesucht. Da weißt du, wenn was kaputt geht, hat man natürlich einen großen Schaden. Wir als DSV-Partner bieten natürlich auch eine Skiversicherung an, die den eventuellen Bruch oder auch den Diebstahl natürlich abversichert. Würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, sowas abzuschließen. Dann hast du auf alle Fälle im Schadensfall deine Ruhe und kriegst natürlich den Schaden auch dementsprechend ersetzt. Dann viel Spaß mit deinem neuen Set. Danke dir. Wir sind Sport 2000 Ski-Experten. Experten, weil wir uns ständig weiterbilden, weil wir die Sachen nicht nur einkaufen, sondern auch probieren, testen, fahren, uns fortbilden. Wir stehen für zuverlässige Beratung. Auch jeder unserer Mitarbeiter wird regelmäßig geschult. Wir bieten euch sämtliche Serviceleistungen, angefangen vom 3D-Scan über Bootfitting. Wir formen für euch die passenden Schalen. Wir bieten natürlich auch den Skiservice an. Wie schaut es bei dir aus? Hast du Bock? Lass dich beraten durch den Sport 2000 Ski-Experten in eurer Nähe. Wir freuen uns auf euch. Ciao.